Hey Leute, ich bin's Conny und ich mache heute Party. Aber vorher muss ich noch diese blöde Roblox Studio Lernfolge aufnehmen. Also legen wir gleich los. Beim letzten Mal habe ich euch die grundlegenden Scripts erstmal gezeigt. Was gibt es? Scripts, Local Scripts, Module Scripts. Auf Module Scripts sind wir nicht so genau eingegangen, weil das erst später relevant wird. Und was gibt es für Run-Kontext und was nicht alles. Heute werde ich euch erklären, wie Scripts funktionieren. Und das wird dann unsere Einleitung in Scripting mit Roblox Studio. Nach dieser Folge werdet ihr noch nichts coden können, großartiges. Aber wir legen jetzt erstmal die Grundlage dafür, dass ihr es irgendwann können werdet. Die ungefähre Roadmap soll übrigens ungefähr so aussehen. Wir haben jetzt die Properties gelernt, dann Scripts. Jetzt kommen die Scripting Basics, wo ich noch erstmal so halbwegs erkläre, wie ist ein Script aufgebaut, was ist das überhaupt für eine Magie dahinter. Und wenn es dann ein bisschen entzaubert wurde, dann lernen wir erstmal das wichtigste Grundkonzept, Variablen. Danach erkläre ich euch noch ein bisschen den Script-Hub und den Script-Editor. Und dann lernen wir erst die anderen Konzepte, mit denen ihr dann tatsächlich was anfangen könnt. Also ist noch ein bisschen was vor uns. Aber diese Basics sind halt super, super wichtig, damit ihr überhaupt irgendwas hinbekommt. Wer die Basics nicht lernt, der wird am Ende niemals ein vollständiges Verständnis haben und wird niemals in der Lage sein, selbstständig irgendwas zu erschaffen. Also gehen wir mal rein in Roblox Studio, klicken hier, meinetwegen diesmal auf den Workspace, aufs Plus und dann fügen wir ein Script hinzu. Wir wissen ja, wenn wir ein Script hinzufügen, ist das ein Server-Script, das heißt, das wird vom Server ausgeführt und standardmäßig steht in so einem Script immer Print, Klammer auf, in Anführungsstrichen Hello World, Anführungsstrich, Klammer zu. Und das hier ist, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, eine Funktion. Auf Funktionen werden wir erst viel später eingehen, weil alleine hier in dieser Zeile Print Hello World stecken schon zwei Konzepte drin, die wir erst ein bisschen später lernen. Aber ich will euch erstmal dieses grundlegende Verständnis geben. Ein Script ist im Grunde nichts als Text. In diesem Script steht ganz normal Text drin, genauso könnt ihr auch bei Windows den Texteditor öffnen und hier Text reinschreiben, irgendwas. Und wenn ihr dann ein Computerprogramm habt, das diese Sprache versteht, ist das praktisch ein Script, das ihr dann ausführen könnt. Wenn wir hier reinschreiben, Print, Klammer auf, Anführungsstriche oben, Hello World, Klammer zu, dann ist es genau dasselbe, wie wenn es hier steht. Nur, dass es hier nochmal hübsch farblich markiert wird, weil das hier ist ein Script-Editor, der ist natürlich extra dafür da, damit uns das Coding leichter gemacht wird. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen dem Text, der hier drin steht, und dem Text, der hier drin steht. Der hier kann genauso von Lua ausgeführt werden, wie jeder andere auch. In meiner Coding-Lernserie habe ich euch ja mal gezeigt, wenn ich die Windows-Eingabeaufforderung öffne und dann Luau eingebe. Das könnt ihr übrigens nicht, weil ihr das wahrscheinlich nicht bei euch installiert habt. Es sei denn, ihr habt die Coding-Lern-Serie durchgemacht, dann habt ihr es vielleicht schon installiert. Dann kann ich hier auch reinschreiben, Print Hello World, drücke und dann wird es ausgeführt, Hello World mit einem W. Warum ist mir das eben gar nicht aufgefallen, dass ich dann W hinten am Hello dran hatte? Aber der Befehl Print Hello World sorgt dafür, dass im Output am Ende Hello World drin steht. Wenn ich diesen Text jetzt wieder kopiere und hier reinfüge und dann diesen Script einfach ausführe, indem ich auf Run gehe, dann wird das einmal gerunnt und unten in der Konsole steht jetzt Hello World plus die anderen Sachen, die da so drin stehen. Aber hier bei Script Zeile 1 steht hier Hello World mit einem W hinten dran. Das macht das. Das bedeutet, ob wir jetzt ein Script in Windows in der Eingabeausführung ausführen, ob wir ein Script in einem bestimmten Programm ausführen oder ein Script in Roblox Studio drin haben, es macht immer das Gleiche. Und zwar, es liest, welcher Text hier drin steht und wenn es versteht, welcher Text da drin steht, dann macht es das. Wenn es das nicht versteht, dann gibt es einen Error. Zum Beispiel, wenn ich hier die Anführungsstriche weglasse, dann ist es ungültig. Es wird auch schon rot unterstrichen. Wenn ich das hier reinschreibe, ohne die Anführungsstriche, wird es uns nicht rot unterstrichen. Aber es ist genauso falsch. Ich kann das hier kopieren, gehe in die Eingabeaufforderung, schreibe das da rein und es kommt. Expected. Was das bedeutet, darauf gehen wir auch noch irgendwann ein. Error Handling. Habe ich in der Coding-Lern-Serie auch noch nicht so richtig beigebracht. Aber Roblox Studio ist da ein bisschen netter zu uns, wenn wir in Roblox Studio irgendwie einen Error in unserem Script drin haben, dann sind die da ein bisschen aufschlussreicher, woran es liegt. Hier steht jetzt auch Workspace.script1, jetzt wissen wir schon mal wo, expected close, aber im Endeffekt genau das gleiche ist passiert, wie ihr hier seht. Warum jetzt manche Sachen hier richtig sind, manche Sachen falsch, warum wir hier Anführungsstriche brauchen, damit das richtig ist. Oh, ich bin im Testing-Mode, danke für den Hinweis. Ich muss natürlich hier erstmal pausieren, bevor ich was ändere. Darauf gehen wir in den folgenden Folgen ein. Ich werde euch jetzt noch nicht beibringen, wie man richtig codet, sondern erstmal, dass ihr versteht, dass das nicht wirklich Magie ist, sondern es ist ganz normaler Text. Der Text, den wir hier reinschreiben, der wird dann von einem anderen Computerprogramm interpretiert und wird dann übersetzt in eine andere Computersprache, die dann wiederum auch wieder übersetzt wird in eine weitere Computersprache, die dann irgendwann von unserer CPU ausgeführt wird.
Programmieren ist im Grunde nichts als Schreiben in einer anderen Sprache, die sowohl der Programmierer als auch der Computer im besten Fall verstehen sollten. Und der Computer übersetzt das dann in eine andere Sprache, die der Computer am besten ausführen kann. Und dann wird's ausgeführt. Ihr habt ja alle schon mal gehört, irgendwo in einem Computer gibt es nur Nullen und Einsen, aber kein Code sieht tatsächlich so aus, sondern Maschinencode sieht eigentlich immer eher so aus. So sieht zumindest immer ungefähr eine Exe-Datei dann am Ende aus. Und ihr seht, das kann kein Mensch lesen. Kein Mensch auf der Welt ist in der Lage, sowas zu lesen, weil das sind alles irgendwelche Zeichen, die keinen Sinn ergeben. Aber das ist gar nicht schlimm, weil das hier ist ja schon eine Exe-Datei, sprich eine Datei, die so übersetzt wurde, dass ein Computer, also ein Windows-Betriebssystem, damit gut umgehen kann. Und das wird dann auch wieder übersetzt und dann am Ende irgendwann in Nullen und Einsen, die auf der CPU oder der GPU oder was auch immer hier drin steht, verarbeitet werden. Wie das Ganze funktioniert, kann euch vollkommen egal sein. Das ist ganz viel Magie, die schlaue Computer-Scientists irgendwann mal gemacht haben. Ihr müsst nur wissen, Code ist nichts als Text. Und dieser Text muss verstanden werden. Und dieser Text hier sagt nur Print, heißt, Print ist das englische Wort für drucken und bedeutet halt, drucke mir aus, was hier zwischen den Klammern steht. Und zwischen den Klammern steht in Anführungsstrichen Hello World mit einem W hinten dran. Und das verstehen wir im Optimalfall. Und das versteht auch Lua. Das versteht sogar auch Python. Weil das ist so ein richtig standardmäßiger Syntax, den viele Programmiersprachen genauso gleich haben. Syntax könnt ihr übrigens als Grammatik verstehen. Grammatik ist natürlich noch viel mehr, aber Syntax ist der Teil der Grammatik, der sagt, in welcher Reihenfolge welche Satzbestandteile im Satz zusammengehören. Wenn ich hier einmal die Eingabe auf Forderung wieder clear und dann zum Beispiel eingebe, habe ich das eigentlich Python? Ja, ich glaube, ich habe Python. Und dann print Hello World eingebe, dann passiert genau das Gleiche. Python schreibt auch genauso Hello World in den Output rein. Genauso wie es Lua vorhin gemacht hat. Ich gehe nochmal in eine neue Konsole. Schreib hier dann nochmal rein. Luau. Hello World, Hello World. Es sieht ein bisschen anders aus, wie ihr seht. Aber im Endeffekt macht es genau das Gleiche. Das sind zwei verschiedene Scripting-Sprachen. Einmal Python und einmal Lua. Beide habt ihr standardmäßig übrigens nicht installiert, sondern müsst ihr installieren, damit ihr sie hier in der Eingabeaufforderung nutzen könnt. Aber das ist kein Thema für diese Serie. Eine weitere wichtige Sache, die ihr verstehen müsst. Für manche von euch wird das obvious sein, aber tatsächlich werden die Befehle, die hier in einem Script drin stehen, in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet. Wenn wir hier print Hello World schreiben und darunter Hello 2 Welt schreiben, dann wird das hier zuerst geprintet und das hier an zweiter Stelle geprintet. Wenn wir jetzt auf Run gehen, werdet ihr es gleich sehen. Wir gehen auf Run, gucken unten in den Output und hier steht Hello World und danach steht hier Hello 2 World in dieser Reihenfolge. Genauso werden die Befehle auch nicht nur von oben nach unten, sondern auch von links nach rechts ausgeführt. Wenn wir sie nebeneinander schreiben, steht hier erst Hello World und dann Hello 2 World. Dann können wir hier unten noch meinetwegen Hello 4 Welt reinschreiben. Hello 3 World ist wohl scheinbar heute Urlaub machen. Gucken wir rein. Hello World, Hello 2 World, Hello 4 World. Das funktioniert. Also wir wissen jetzt, Scripts sind nichts anderes als Text, der einer bestimmten Struktur folgt, sodass sowohl wir als auch der Computer es verstehen können und man hat eine gewisse Reihenfolge, in der die Befehle abgearbeitet werden. Das ist nämlich das nächste Verständnis. In einem Script hat man bestimmte Befehle. Wir geben dem Computer immer Befehle. Print Hello World ist ein Befehl. Und diese Befehle werden in den meisten Programmiersprachen übrigens getrennt durch ein Semikolon. Das kann man in Lua auch machen. Man muss es in Lua aber nicht machen, weil Lua ist sehr anfängerfreundlich und die haben sich gedacht, boah, lassen wir einfach das Semikolon weg, das wird schon funktionieren. In vielen anderen Programmiersprachen kann man es nicht weglassen. In Lua schon, in Python auch. Wobei, es gibt ein paar Ausnahmefälle, wenn man mit Typing arbeitet, wo dieses Semikolon tatsächlich gebraucht wird. Aber macht euch da nicht zu viel Gedanken. Das ist in vielen Sprachen einfach nur ein Symbol, das sagt, hier ist der Befehl zu Ende, als nächstes folgt der nächste Befehl. Jetzt noch einmal zum Mitschreiben. Ein Script ist nichts anderes als Text. Text in einer bestimmten Sprache, in einer Computersprache. Computersprachen sind Sprachen, die wurden von schlauen Menschen entwickelt, um es für Menschen leichter zu machen, mit einem Computer so zu reden, dass beide es verstehen. In einem Script befinden sich einfach nur Befehle oder sozusagen Anleitungen, was ein Computer in welcher Reihenfolge machen muss. Dementsprechend ist die Reihenfolge, in der ihr Sachen reinschreibt, auch immer sehr, sehr wichtig. Jetzt bei diesem Print Hello World macht es nicht viel Unterschied, außer dass halt die Reihenfolge des Prints anders ist. Wenn ihr später dann aber noch ein bisschen mit mathematischeren Sachen arbeitet, kann euer Script komplett zerbrechen,
wenn die Reihenfolge von bestimmten Dingen nicht stimmt. Außerdem werden in Roblox die Scripts nicht parallel zueinander ausgeführt. Wenn wir hier ein Script drin haben, das nennen wir mal Script 1, und ich das Script dann mit STRG D dupliziere, und das zweite Script nennen wir dann Script 2, dann wissen wir nicht, welches Script zuerst ausgeführt wird. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Hello 1, Hello 3 und Hello 5 World reinschreiben, und in Script 2 Hello 2, Hello 4 und Hello 6 World reinschreiben, kann es sein, dass es genau in der richtigen Reihenfolge passiert, aber es kann auch genau falsch rum sein, weil wir haben keine Kontrolle darüber, welches Script als erstes ausgeführt wird. Wenn wir jetzt auf Run drücken und dann in die Konsole gucken, dann sehen wir hier Hello 2, Hello 4, Hello 6, Hello 1, Hello 3, Hello 5 World. So hat es auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Ihr seht, Script 2 wurde als erstes komplett ausgeführt und dann wurde Script 1 komplett ausgeführt. Es ist nicht so, dass jeder Befehl abwechselnd ausgeführt wurde, sondern alles nacheinander. Wenn wir das jetzt wissen, können wir theoretisch sagen, Script 2 wird zuerst ausgeführt. Also sagen wir hier Hello 1, 2 und 3. Und in Script 1 können wir dann 4, 5 und 6 reinschreiben. Und das kann so funktionieren. Wir können jetzt auf Run gehen, gucken uns das an. Und jetzt sehen wir 1, 2 und 3. Dann wurde hier ein Script required. Und dann 4, 5 und 6. Aber vorhin wurde dieses Script nicht mittendrin required, sondern viel später required. Das heißt, die Reihenfolge, in denen diese Scripts ausgeführt werden, auf die haben wir keinen Einfluss. Und das ist später, wenn ihr ein Spiel habt mit verschiedenen Scripts, sehr wichtig zu berücksichtigen. Ihr könnt nicht wissen, was als erstes gemacht wird. Und wenn ihr wollt, dass dieses Script hier auf jeden Fall nach diesem Script ausgeführt wird, dann müsst ihr dieses Script hier erstmal warten lassen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Ihr könnt hier einfach pauschal eine gewisse Zeit warten. Das ist vielleicht unperformant. Ihr könntet aber auch am Ende dieses Scripts sagen, dass jetzt dieses Script aktiviert werden soll. Da habe ich euch ja gezeigt, wenn ihr auf ein Script geht, könnt ihr Enabled oder Disabled an- und ausmachen. Einfach nur, damit ihr es im Hinterkopf habt. Ihr habt komplette Kontrolle darüber, was wann in einem Script ausgeführt wird, aber ihr habt sehr wenig Kontrolle darüber, welches Script als erstes ausgeführt wird, wenn ihr das nicht ausdrücklich in eurem Spiel festlegt. Und außerdem gibt es auch noch Befehle, die dafür sorgen, dass ein Script yieldet, also sozusagen sich verspätet. Zum Beispiel der Befehl, dass ein Script warten soll. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Ausführung, weil wenn das eine Script wartet, wird das nächste Script trotzdem ausgeführt, weil das Warten sorgt dafür, dass dieses Script in diesem Task fertig ist. Aber das andere Script ist in diesem Task noch nicht fertig und wird dann halt weiter ausgeführt. Dieser ganze Reihenfolgekram mit yielden, warten, dem Task Manager und so weiter, darauf gehen wir in späteren Folgen nochmal ein bisschen genauer ein, wenn es dann auch wirklich relevant für euch wird. Ich hoffe, ich habe bei euch nicht zu viel Denkschmalz jetzt abverlangt. Zumindest beim letzten Part könnte es ja eventuell sein, dass es passiert ist. Aber in den kommenden Folgen wird das Scripting in Roblox Studio noch sehr viel aufschlussreicher, wenn ihr einfach folgt und versucht zu verstehen, was ich euch sage. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ich irgendwas schlecht erklärt habe, dann schreibt es bitte wie immer in die Kommentare, damit ich nochmal drauf eingehen kann. Wie gesagt, das hier war jetzt erstmal Scripting Basics. Als nächstes zeige ich euch Variablen und dann gehen wir erstmal auf diese ganzen Eigenheiten vom Script-Tab und vom Script-Editor ein. Und wenn wir das haben, dann kommen erst die coolen Scripting-Sachen. Aber alles zu seiner Zeit und alles Stück für Stück nacheinander in seiner Reihenfolge. Das Ziel ist es, dass ihr am Ende in der Lage seid, ein x-beliebiges Roblox-Spiel zu basteln, ohne irgendwelche Tutorials dazu. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare damit. Jetzt könnt ihr euch das Video anschauen, das hier eingeblendet wird. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, hier wird sowieso immer die letzte Folge oder die nächste Folge eingeblendet, je nachdem, ob sie schon draußen ist. Bis dann und ciao!